Liebe Basketballfreunde, das letzte Alba-Spiel im Jahr 2011 und was für eins. Alba gegen Bonn hier in der O2-World. Ich treffe Albas Co-Trainer Mauro Parra kurz vor dem Spiel. Hallo Mauro. Bonn hat ja losgelegt in der Saison wie Blücher, haben viele Siege nacheinander feiern können. Jetzt mittlerweile im Mittelfeld. Auf welchen Spieler bei Bonn müsst ihr heute besonders achten? Bonn ist eine Mannschaft, die sehr tief besetzt ist. Es ist nicht nur Jordan Ensminger. Sie haben auch zwei Litauer, die brandgefährlich sind. Sie haben zwei extrem gute Vierer mit Bulian und mit Jeffny. Und sie haben nachverpflichtet mit Taylor Battle. Das heißt, wir können es heute erwarten, auch dadurch, dass bei uns halt Yassine Bihi ausfällt, dass unser Kader nicht ganz so tief besetzt ist. Und ich denke, dass das Spiel doch relativ ausgeglichen sein könnte. Es ist eine Spielpaarung, die elektrisiert die Hütte auch heute wieder fast voll. Was macht für dich diesen Klassiker Bonn gegen Berlin aus? Bonn ist eine Mannschaft, die aus Tradition, wie du schon selber sagst, immer ganz oben steht und die auch immer oben bei den Playoffs angesiedelt war bisher. Und ich glaube, dass es eine Mannschaft ist, die jederzeit jede Mannschaft auch auswärts schlagen kann und daher auch Mannschaften oder Hallen füllt, wie jetzt die O2 oder auch in Bamberg immer hoch angesehen ist. Ich glaube auch deshalb, dass heute hier die Mannschaft sich sehr viel vorgenommen hat. Wir wollen das Jahr 2011 mit einem Sieg abschließen und dadurch erhoffen wir uns auch heute hier den Rückhalt und die Unterstützung der Fans. Viel Glück dafür, Mauro Parra. Herzlichen Dank. Ich hoffe auf ein tolles Spiel und auch auf tolle Stimmung. Viel Spaß, Alba gegen Bonn. Gleich geht's los.